Wenn man sie festhält, entspannen sie sich immer mehr, schließen ihr Maul und man kann nichts sehen. Auf diese Art überrascht man sie. Sie öffnen ihr Maul reflexartig und man kann reinschauen. Dieses Tier ist 3 Jahre alt, tumorfrei und darf gehen. Natürlich bin ich enttäuscht, denn ich würde gerne viele Teufel sehen. Aber ich bin auch erleichtert, keinen kranken Teufel sehen zu müssen, denn das ist grauenvoll. Ein riesiger Tumor im Gesicht, der für den Teufel ganz offensichtlich Höllenqualen bedeutet. Der Gesichtskrebs des Teufels wurde vor etwa 20 Jahren zum ersten Mal nachgewiesen. Seither hat sich der Bestand der Tiere um mehr als 90% verringert. Der Krebs ist hoch ansteckend. In der Hauptstadt Hobart, im Menzies Institute, wird seither an einem Mittel gegen den Krebs geforscht. Der Name Teufel trägt natürlich nicht zu einem guten Ruf bei. Er wurde ihnen von den ersten Siedlern Tasmaniens gegeben. Abends in ihren Zeltlagern hörten sie die Schreie aus dem Unterholz. Sie berichteten, Tasmanien würde von Dämonen und Teufeln heimgesucht. Sie galten als Teufel, bevor sie je gesehen wurden, und der Name blieb. Viele Leute sehen Teufel Fleisch fressen und glauben, dass sie gute Jäger wären. Tatsächlich sind sie eher Aasfresser, denn sie sind ausdauernd und stark. Dazu kommt das Talent, Aas aus einer Entfernung von 2 Kilometern zu riechen und ihre unübertroffene Beißkraft. Mein Handgelenk zum Beispiel könnten sie mit einem Biss zerteilen. Sie kann zwischen 20 und 40 Babys auf einmal bekommen, aber nur 4 passen in den Beutel und können dort säugen. Die anderen sterben leider alle. Die ersten 100 Tage ihres Lebens verbringen Beutelteufel festgeheftet an jeweils einer Zitze im nach hinten geöffneten Beutel ihrer Mutter. Dann verlassen sie den Beutel und schlüpfen, anders als Känguru-Junge, nie wieder hinein. Na hallo. Sorry, ich bin's nur. Jungs? Mädchen? Mädchen. Gibt's bald Futter? Ich will dabei zusehen. Bei Ersatzmutter Angela ist der Name Programm. Ein Engel, der die Teufel rettet. Hältst du sie, während ich die Milch hole? Muss ich? Greg war selbst schon einmal Ersatzmutter. Ganz ehrlich, ich vermisse das wirklich sehr. Ich habe selbst einige aufgezogen, nicht so viele wie Angela. Hier sehen wir den glücklichen Ausgang einer schrecklichen Geschichte. Ihre Mutter hatte den Tumor und musste erlöst werden. Sie wogen kaum 80 Gramm und hatten keine Überlebenschance. Angela hat das Unglaubliche geschafft und sie großgezogen. Dafür machen wir das alles. Anfangs musste Angela sie alle 2 Stunden füttern. Willst du sie halten? Die Teufelchen bekommen Kängurumilch aus einer beuteltiertypischen, extra langen Ersatzzitze. Sie zappeln zu viel. Wenn ich die Augen nicht abdecke, sind sie sofort abgelenkt und drehen den Kopf hin und her. Nimmst du den, Terry? Angelas Ehemann Terry ist für die spielerische Entwicklung zuständig. Seid ihr heute brav gewesen oder habt ihr euch gestritten? Die 3 müssen in Gefangenschaft bleiben, bis das Heilmittel gefunden ist. Greg stiehlt sich aus dem Tagesgeschäft davon und besucht eine alte Freundin. Oh, thanks a lot.
Dieser Teufel hier ist wahrscheinlich, und nein, ich darf keine Favoriten haben, mein Lieblingsteufel. Es ist unmöglich, keine Beziehung zu manchen von ihnen aufzubauen. Und wir hatten diese Verbindung schon, seit sie sehr jung war. Ich habe sie von so klein mit der Hand aufgezogen. Sie war eine Waise. Ihre Mutter hatte sie verlassen. Sie ist jetzt sehr alt, 9 Jahre bei einer Lebenserwartung von 6 Jahren. Sie hat sich also gut gehalten. Aber tausende Menschen haben die Beziehung zwischen uns gesehen und tausende Kinder haben erlebt, wie Teufel wirklich sind. Gerade wenn es darum geht, das Image der Teufel zu verändern und sie zu retten, kann die Begegnung mit einem solchen Teufel viel bewirken. Hättest du mir vor 15 Jahren erzählt, dass ich eines Tages in solcher Verbundenheit hier sitzen würde, hätte ich dich ausgelacht. Einen Moment mit dir innezuhalten, wird mich die ganze Woche inspirieren, weiter hart zu arbeiten und zu versuchen, diese Tiere zu retten. Bei den tasmanischen Teufeln ist Abendbrotzeit. Sie können sich aus einem Umkreis von mehreren Kilometern an einem Kadaver versammeln und zerren gemeinsam daran, um ihn zu zerteilen. Höllenlärm und Kämpfe gehören zum Fressritual und sind größtenteils Bluffs. Leider genügt aber schon eine winzige Wunde für die Übertragung des Krebses.